Erzählcafé. Liebesgeschichten in schwieriger Zeit. Die Stadtbibliothek in Osterode am Harz bot am 19. April einen ganz besonderen Event. Das Erzählcafé ist eine Veranstaltung, bei der Zeitzeugen Erlebnisse aus ihrer persönlichen Vergangenheit einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen, um folgenden Generationen einen Einblick in die Umstände des alltäglichen Lebens in dieser Zeit zu gewähren. Die erste Erzählung wurde sehr gut besucht, in den Räumlichkeiten der Stadtbibliothek in Osterode durchgeführt. Diese stand unter dem Motto Liebesgeschichten in schwieriger Zeit. Herr Riebensam berichtete dem gespannten Zuhörer eine persönliche Anekdote aus seinem Leben. Diese wurde mitreißend und empathisch erzählt, war gefühlvoll und bildlich nachvollziehbar. Von dem Vortrag von Herrn Riebensam war ich sehr berührt und ich bin von der Veranstaltung sehr begeistert. Ich bin Hans Riebensam, ich wohne in Göttingen. Ich wurde vor einiger Zeit von Frau Maniatis gefragt, ob ich bereit wäre, hier bei einem Erzählcafé etwas aus meinem Leben zu erzählen. Und Frau Maniatis, wir kennen uns auch schon länger, weiß eben, dass ich in den 50er Jahren in meiner Jugendzeit eine Freundin hatte. Und wie ich die kennengelernt habe und was ich mit ihr erlebt habe, das möchte ich hier heute Abend erzählen. Nach den Eindrücken, die ich während der Veranstaltung und in der Diskussion danach sammeln konnte, ging es allen Zuhörern so. Bei dieser Veranstaltung war es derart, dass zunächst Herr Riebensam seine Geschichte erzählte. Moderiert wurde der Event von Frau Brigitte Maniatis, die in die Veranstaltung und das Thema einführte und die Gespräche moderierte. Ja, also ich bin Brigitte Maniatis. Ich wohne hier in Osterode und habe das erste Erzählcafé initiiert hier in Osterode. Was ist ein Erzählcafé? Es ist etwas, was in den 80er Jahren bereits bekannt ist, und zwar vor allen Dingen in den großen Städten. Es gibt einen Protagonisten oder auch zwei oder drei, die erzählen zu einem bestimmten Thema etwas ganz Persönliches, was sie erlebt haben. Das Ganze dauert dann 10 Minuten bis 30 Minuten. Dann können anschließend die Zuhörer Fragen stellen oder sie können selber etwas erzählen. Heute, unser erstes Erzählcafé hier in diesen wunderschönen Räumen der Stadtbibliothek, geht über Liebesgeschichten in schwieriger Zeit. Schwierige Zeiten waren Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre, als alles sehr reglementiert war. Und wir werden Herrn Riebensam hier haben, der von seiner ersten Liebe erzählen wird. Ja, und mal sehen, was dann an anderen Erzählungen noch weiterkommt. Ich würde mich freuen, wenn zu den nächsten Veranstaltungen Leute kommen. Und zwar im August werden es Schulgeschichten sein. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Am 16. August in der Burg Holte Seniorenwohnanlage um 18.30 Uhr. Und die dritte Veranstaltung ist am 7. November um 14.30 Uhr in der Neustädter Schule Geschichten und Berichte aus Osterode im Harz in der Zeit des Nationalsozialismus. Erzählcafé hat meistens 3 bis 4 Veranstaltungen nur im Jahr und wir hoffen, wenn es gut läuft hier in Osterode, dass wir nächstes Jahr mit anderen Themen weitermachen können. Direkt nach der Anekdote gab es einen lebhaften Austausch zwischen den Besuchern untereinander und Herrn Riebensam. Nach der Diskussion gab es zur Auflockerung einen sehr, sehr leckeren und üppigen Imbiss vom Da Capo aus Osterode, dem Lokal bei der Stadthalle, für die Teilnehmer. Dies rundete den Event komplett ab und hier muss ich zugeben, dass ich die Veranstaltung verlassen musste, obwohl noch viele weitere interessante Gespräche liefen, so dass ich mir sicher bin, dass die anderen Besucher sich noch lange über das Erzählte austauschten, sich sprichwörtlich gut unterhielten. Also ich bin Maria Dorothea Immelmann, 16 Jahre und heute hier im Erzählcafé von Osterode. Und ich muss sagen, es hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ich interessiere mich sehr für
Zeit und finde es immer spannend, mir Geschichten anhören zu können von Menschen, die dort etwas erlebt haben und auch Vergleiche ziehen zu können zur heutigen Zeit, was sich alles geändert hat. Und also vor allem die Liebesgeschichte von dem Herrn hat mir wirklich sehr gut gefallen. Es war auch wirklich sehr schön anzuhören. Ja, mein Name ist Andreas Nemeth, ich komme hier aus Osterode, bin hier auf Osterode geboren und aufgewachsen und kenne einige der Zuschauer und Zuhörer hier und finde diese Art von der Veranstaltung erstmal sehr positiv. Mir hat es sehr gut gefallen hier, vor allen Dingen die Darstellung des Herrn Hannes, wie er sich nannte. Und es hat mich auch ein bisschen auch an meine Seite erinnert, obwohl ich etwas jünger bin als Hannes. Es war vielleicht keine schwierige Zeit, aber die Zeit zu lieben war sehr schwierig damals. Also die Treffen waren mehr heimlich auch und man musste sich schon an geheimnisvollen Orten verabreden mit den Damen oder Mädchen damals. Aber es war auch eine sehr intensive Erfahrung, die wir damals gemacht haben, oder die ich damals gemacht habe in den 60er, 70er Jahren. Auf die Fortsetzung der Veranstaltung bin ich sehr gespannt. Spenden Sie Speckwursti. Boris Gonczorek, Sparkasse Osterode, Bankleitzahl 263 510 15, Kontonummer 16 000 6441.